Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Happylist erreichst. Ich habe ja angekündigt, dass ich spannende Leute zu mir hier ins Studio einlade. Eine von diesen spannenden Personen sitzt jetzt neben mir. Das ist Stefan Czuliak. Ich werde euch hier in den Shownotes werde ich euch die Kontaktdaten verlinken, damit ihr wisst, wie ihr ihn finden könnt, weil es lohnt sich, ihn zu suchen und zu finden. Stefan war zweimal Unternehmer des Jahres. Er kommt vom Wein, er schwimmt im Wein und auf einer Erfolgswelle des Weines weiter. Er kommt aus dem Vertrieb, er hat viel zu erzählen zum Thema Geschäftsaufbau, er ist Unternehmer, er etabliert Marken. Eine seht ihr hier im Hintergrund, das ist Funtime. Ich werde nicht dafür bezahlt, aber ich sage aus vollem Herzen, dass dieser Wein unfassbar gut schmeckt. Wir werden auch gleich ein bisschen darüber sprechen. Also eigentlich alles, was mich interessiert. Vertrieb, Unternehmensaufbau und Wein. Ich freue mich, dass du da bist. Was müssen meine Hörer über Stefan Czuliak wissen, damit du das Gefühl hast, sie kennen dich oder sie wissen alles, was nötig ist? Ja, vielen Dank auch, dass ich hier dementsprechend ein paar Dinge über mich und über die Sachen, die wir tun, sagen darf. Für mich ist es wichtig, um auf die Frage zurückzukommen, wenn man mich kennen will, muss man wissen, dass ich ein Mensch bin, der Gastarbeiterkind ist. Okay, wusste ich zum Beispiel noch nicht. Ja, also ich bin geboren und aufgewachsen im Schwarzwald und bin in einer Gastarbeiterfamilie, kroatische Familie, groß geworden. Und da muss man schnell lernen, sich durchzusetzen, sich auch zu integrieren. Die Schwarzwälder sind sehr, sehr nette und angenehme Menschen, aber die sind erstmal zurückhaltend. Wo aus dem Schwarzwald kommst du? Titisee in Neustadt. Ah, weil meine Familie ist bei Freiburg-Lörrach, die Ecke da rum, und Riedichen, so Dorf oben, wirklich am Arsch der Welt. Ja, da kommt meine Familie väterlicherseits her. Ja, spannend, okay. Schau mal. Ja? Eine tolle Ecke. Mhm. Ich gehe auch jedes Jahr 3-4 Mal dahin und schaue auch, dass meine Kinder da sind. Aber das sind halt die Dinge, die einen prägen. Ja. Dort ist, obwohl das badische Menschen sind, scharfer Häuselbau auch ein wichtiger Faktor. Ja, total. Und da lernt man dementsprechend sich durchzusetzen, da lernt man in kleinen Gemeinschaften zu arbeiten, Hefte auszutragen, immer etwas zu tun. Und dann lernt man auch große Ziele für sich zu entwickeln. Ich wollte also raus aus dem Kleinen, rein ins Große. Mhm. Da muss man immer wieder mal ein paar Schritte weitergehen, Sachen erleben. Und wer mich kennen will oder was man über mich sagen kann, ist wohl, dass ich ein Mensch bin, der Ausdauer hat, sehr kommunikativ ist, sehr viele Menschen gerne täglich kennenlerne und sehr, sehr gerne von anderen Menschen lerne, um mich weiterzuentwickeln. Das ist so ein Faktor, der ganz wichtig ist. Menschen brauchen Menschen und deswegen bin ich um die Welt gereist und habe einige kennengelernt. So cool. Von dir kommt ja eins meiner Lieblingszitate. Ich verwende das auch immer wieder, aber jetzt habe ich den Original. Also von ihm ist das Copyright sozusagen. Alles, was ich da immer erzähle, kommt im Grunde genommen von ihm. Durch schlaue Zusammenarbeit macht man den Kuchen nicht kleiner, sondern für alle größer. Ich habe das immer nur bisher von dir gehört. Also wenn man das schlau macht, auch egal, ob man das Internet nutzt, ob man Communities nutzt, ob man Netzwerke nutzt, der Kuchen wird dadurch immer größer. Das fand ich irgendwie so ein gutes Beispiel oder so ein gutes Bild, was bei mir hängen geblieben ist. Thema Lernen, hast du gerade gesagt. Du hast mir gerade erzählt, bevor wir das hier angemacht haben, das Mikrofon, dass du 4 bis 5 Stunden am Tag in dein eigenes Lernen investierst. Mhm. Seit wann machst du das? Also immer schon? Oder ich meine, du bist doch als Trainer unterwegs, du schulst Menschen auch zum Thema Vertrieb, aber warst du immer jetzt schon jemand, der alles aufgesaugt hat oder ist das jetzt irgendwie mit den Jahren gekommen? Also es ist so, wir waren relativ sparsam in der Familie, also nicht geizig, aber sparsam. Mhm. Es gab bei uns keine Hefte. Mhm. Die gekauft wurden, keine bunte oder irgendetwas. Also Magazin und so Kram. Es gab nur RTV. Das ist das, was gratis war. Ja. Da haben wir geschaut, was. Das war das Fernsehprogramm und so weiter. Ja, ich kenne das doch. Genau. Ja, klar. Der Grund, warum meine Eltern sparsam waren, ist ganz klar. Die wussten nicht, ob sie irgendwann zurück müssen. Wir haben also immer Stempel bekommen: Duldung, Duldung, Duldung. Okay. Und damals Jugoslawien, also musste man jedes Jahr verlängern. Wir durften nicht wählen. Und also ist die größte Peinlichkeit, wenn man zurückkommt und nichts mitbringt. Also ja. Deswegen war man also eher Bewahrer vom Typ her. Okay. Ja, und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Einzelhandelskaufmann
Und da habe ich in der Mittagspause die Möglichkeit gehabt, alles zu lesen. Und dann habe ich mir 10, 15 dieser Hefte genommen und habe ich gelesen. Ist das cool. Und da hat sich eine positive Sucht entwickelt. Ja. Und dann später ging das weiter mit den Büchern. Ich habe, glaube ich, 13, 1400 Bücher gelesen. Immer nämlich was. Aber welche Bereiche? Alles quer oder Business oder was? Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Auch Biografien, weil ich bin gerade total auf Biografien hängen geblieben. Absolut empfehlenswert. Ja, gell? Das ist einfach spannend. Biografien von Menschen, die viele Höhen und Tiefen durchgemacht haben, aber die auch Fehler gemacht haben. Ja. Zum Beispiel zu empfehlen ist die Biografie von Mike Tyson. Die habe ich noch nicht gelesen. Absolut empfehlenswert, ja. Und Biografien sehr gerne, aber auch wenn Sachen, ich sag halt, jeder, der Auto fahren kann, kann alles lernen. Jeder, der einen Computer bedienen kann, kann alles lernen. Mhm. Und ich habe mal einen Hund bekommen. Ich habe den gesehen, die wollten den einschläfern. Und es war sehr teuer, diesen Hund weiter zu halten, weil er Epilepsie hatte. Ja. Also war ich von heute auf morgen Besitzer von einem Hund. Krass. Was habe ich gemacht? Ja. 10 Hundebücher gekauft. Mhm. Heute hat sich leider etwas verschoben. Ich lese höchstens noch ein Buch alle 2 Wochen. Damit bist du immer noch vielen Menschen sehr weit voraus, möchte ich behaupten. Ja, man sagt ja, ein Fachbuch im Jahr ist so der Schnitt. Ja. Und wenn man halt da 2, 3 pro Woche liest, dann könnte es sein, dass man etwas voraus ist. Mhm. Absolut. Aber jeder hat natürlich unterschiedliche. Jemand lernt schneller visuell, jemand schneller durchs Lesen. Mhm. Ich liebe das Lesen sehr. Mhm. Bloß heutzutage lerne ich, indem ich solche Podcasts höre. Ja, das ist ein tolles Medium. Menschen. Ich lerne durch Videos bei YouTube, durch Fachvideos, durch Webinare, die da sind und nehme halt die Informationen auf, die ich brauche. Aber woher weißt du, was du noch lernen musst? Also wo merkst du, ist ein Mangel, dass du sagst, es sind einfach Interessensgebiete? Hast du Leute, die dich beeinflussen, die dir sagen, ey Stefan, du musst das und das jetzt lesen oder wissen? Oder sind es einfach Themen, die du aufschnappst und sagst, ich habe keine Ahnung davon, ich will aber generell mitreden können? Also woher weißt du, was du nicht weißt? Durch das Grundprinzip, dass man sagt, hey, ich kann alles lernen. Mhm. Gibt es natürlich im Business-Kontext, zum Beispiel, wenn man so eine Marke rausbringt und die zu einer der erfolgreichsten Europas macht, innerhalb von 6 Monaten, wie Fantime. Ja, das musst du uns gleich erzählen, das finde ich so ein geiles Thema. Das ist halt das, da musst du im Endeffekt Dinge lernen, weil es ein komplett anderes Geschäftsmodell ist, wie wir früher gearbeitet haben. Ja. Da musst du einfach spezielle Dinge lernen über Marketing etc., spezifisch, wie du das vermarktest, um das zum Erfolg zu bringen. Mhm. Das heißt, Punkt 1 lerne ich aufgrund dessen, dass auf Situationen, die auf mich zukommen. Mhm. Und ich lerne, weil ich einfach einen neuen Ring über meine Komfortzone weiter ausgebaut habe. Mhm. Und dann lerne ich zwangsläufig und dazu nutze ich diese Medien und so kann ich da dementsprechend mithalten. Das ist so zu 50-60% und den Rest ist es einfach Dinge, die mich interessieren. Ja. Und Erlebnisse, die andere Menschen haben, weil ich kann von anderen Menschen unglaublich viel lernen und das wird nie aufhören. Ja, das ist ja eher auch dein Erfolgsgeheimnis, würde ich behaupten, oder? Also wirklich, also ich habe dich ja über Burak kennengelernt, den ihr auch schon kennt. Burak war schon hier. Den haben wir ja schon kennengelernt. Ja. Der ja für mich auch so ein Netzwerkkönig ist, sag ich mal. Ne? Ja. Und das bist du ja genauso. Deswegen habt ihr euch, glaube ich, auch gefunden und deswegen bist du auch in seinen Unternehmernetzwerken oder in euren Unternehmernetzwerken genauso aktiv und präsent. War das auch immer schon so? Weil da, wo du herkommst, war wahrscheinlich eher, sind jetzt nicht dörflicher, aber vielleicht ländlicher. Ländlicher, ich würde sagen ländlicher. Ja. Also da ist ja das Thema Netzwerken, ja klar. Also man sagt ja auch, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen, bla bla. Mhm. Aber ist vielleicht dieses Netzwerk auch daher gekommen, dass du wirklich ausbreiten wolltest so? Oder warst du immer, oder warst du früher schüchterner? Gab es da eine Entwicklung? Also ich war früher für meine Mitschüler eigentlich nervig, weil ich viel geredet habe. Ich war ein Angeber und habe viel geredet. Und ich habe aber auch darunter gelitten, weil ich da noch nicht beliebt war. Ja. Und dann habe ich mir natürlich für mich selber die Frage gestellt, was kann ich ändern, dass ich beliebter werde, ohne ein Schleimer zu sein. Trotzdem einfach mein Standing zu haben. Ich muss leider sagen, die ersten Argumente, die ich hatte, waren dann mit Fäusten. Ich habe früher geboxt und Kickboxen gemacht und wenn mich halt jemand dann genervt hat, sind das natürlich die falschen Argumente. Ja, klar.
aber ich denke, eine Grundbegabung braucht man schon dafür. Mhm. Oder so diese Offenheit. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, ich gehe mit meinem Vater durch das Dorf, durch die Stadt und ich sage jedem Hallo. Und mein Vater sagt, warum sagst du jedem Hallo? Und ich sage, ja, weil jeder freundlich zurückgrüßt. Mhm. Und dann allein dieses Feedback war schon wert, freundlich zu sein. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du das vielleicht familiär in die Wiege gelegt bekommen hast, ob deine Eltern vielleicht so Socializer waren. Meine Eltern sind Arbeiter, mhm. harte Arbeiter, die sich sehr sorgen, permanent um die Familie, vielleicht ein bisschen mehr, als es denen gut tut. Ja. Und umso entfernter ich von meiner Kindheit bin, umso mehr kann ich da Wertschätzung und Respekt dafür bekommen. Aber das ist eher ein sehr zurückhaltendes, arbeitendes und introvertiertes Verhalten. Mhm. Also von denen habe ich das nicht gelernt. Ja. Ich bin für meine Eltern immer so ein bisschen verrückt gewesen. Kenne ich gut. Meine Mama ist Finanzbeamtin. Ja, genau. Was soll ich dir erzählen? Eine andere Instruktion. Ja, anderes Lebenskonzept. Ja. Und du hast jetzt selber Kinder? Ja, drei. Genau. Maluni, Marco, Luca, Nico. Drei Jungs, gell? Genau. Ganz genau. Ah, ja, genau, Maluni, daher kommt nämlich Maluni, ne? Mhm. Ja, geil, stimmt. Ich wusste das, aber ich hatte es nicht mehr präsent. Ja, schon. Und wie erziehst du die? Gibt es ein Konzept? Hast du Kernwerte? Gibt es Dinge, die du signifikant anders machst, verglichen mit denen, wie du aufgezogen wurdest? Oder ist das eigentlich jetzt im Nachgang relativ ähnlich? Ich habe einen Weg gefunden. Mein ältesten Sohn, mit dem habe ich die wenigste tiefe innere Beziehung, das liegt an mir. Ich hatte Lokale in der Nachtgastronomie etc. und habe dann auch zusätzlich zu meinem Job Samstag, Sonntag gearbeitet und ein paar Diskotheken gehabt, ein Riesenlokal mit 1000 Sitzplätzen etc. Wow. Und sich darum zu kümmern, bedeutet einfach Entbehrlichkeit im familiären Bereich. Also da habe ich wirklich einen Fehler gemacht. Und da muss man auch sagen, hey, das Kind war da und alles blieb anders. Es hat sich also viel verändert. Wie alt ist der heute? Heute ist der Marco, der wird jetzt 11. Und natürlich, Vater-Sohn ist alles top, aber ich merke, dass die Bindung schon viel stärker ist bei den anderen zwei, weil ich mehr mit denen war. Mhm. Und ich arbeite gerne, ich bin gerne mit Menschen. Ich komme meistens so 2 Uhr nachts aus dem Büro raus und am nächsten Morgen geht es weiter. Oder bin bei irgendwelchen Events oder bin am Lernen. Ja. Unter der Woche sehe ich meine Kinder eigentlich nicht. Mhm. Dafür intensiv am Samstag, Sonntag. Und wenn wir Urlaub machen, dann geht es ins Ferienhaus und dann sind wir komplett allein als Familie. Ja. Also 2 Wochen. Und wenn wir komplett allein sind als Familie, dann habe ich dann immer 2 Tage mit jedem Kind komplett alleine. Cool. Und das ist das, was ein wichtiger Faktor ist, was ich auch lernen durfte. Und das heißt, ist das Als-Ob-Prinzip. Mhm. Ich habe nicht gesagt, hey, ich will ein besserer Vater werden, ja, sondern ich habe so agiert, als ob ich es bin. Das ist schlau. Ein guter Vater bin. Das sollte man auf andere Teile des Lebens ausweiten. Absolut. Also im Prinzip ist, was Professor Wiseman, das ist ein sehr auch Zauberer. Okay, ja. Aus den Staaten. Ich habe viele Bücher gelesen, also, aber dieser Mensch bringt Psychologie so richtig gut knackig rüber, wie man wirklich mit ein paar Denkensweisen sein Leben komplett auf den Kopf stellen kann, zu positiven Sinne. Okay. Und das heißt, von dem kommt das Als-Ob-Prinzip? Ja. Oder der beschreibt das? Genau, das ist nur ein Beispiel. Ja. Wir sagen, hey, wenn ich glücklich bin, dann lache ich. Mhm. Ja? Nein, du lachst erst und dann bist du glücklich. Es gibt eine Übung. Er ist ja Zauberer. Mhm. Er hat gesagt, er hat schon sehr früh angefangen, wie du, zu zaubern. Und er hat gesagt, hey, wenn einer von diesen 50 Menschen meinen Trick durchschaut, ist meine Show am Ende. Mhm. Also ich muss sie alle bekommen. Ich muss also eine Beziehung zu allen aufbauen. Ja. Und ich muss alle meine Zuhörer im Griff bekommen. Und dann hat er sich mit Psychologie beschäftigt, wurde da Professor und ist auch von der Association in England, glaube ich, der Präsident. Ja, Wahnsinn. Und ist einer der anerkanntesten Verhaltensökonomie-Professoren, die es überhaupt gibt. Also ein Wahnsinnstyp, ja, der über die Zauberei in Psychologie gekommen ist. Mhm. Und als ob ist
ganz einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel ein I mache, kann ich nicht negativ sein. Mhm. Wenn ich U mache, ja, dann geht's schon runter. Dann gehen meine Gesichtsmuskeln runter, dann geht es durch die Neuralbahn ins Hirn und dann kann ich schon, dann gibt es schon Möglichkeiten, dass ich nicht gut drauf bin. Also mit meinen Vertriebler draußen, wenn es mal eine schwierige Situation hat, dann sind sie. Also wenn du irgendwo so ein paar Leute im Funtime-Auto siehst, die dann machen, die bereiten sich vor auf den Termin. Verbessert sich, das ist ein kompletter Zustand. Mhm. Das bedeutet, wenn ich Rapport und zu meinen Kindern, wenn ich da richtig hinhöre, wenn ich es einfach nur tue, dann verbessert sich das Verhältnis automatisch, weil ich es getan habe. Mhm. Deswegen heißt auch eins seiner Bücher, machen, nicht denken. Mhm. Boah, weil wenn heute jemand was schafft, dann sagt man, das ist ein Macher. Genau. Es sind Leute, die machen. Mhm. Wie viele Menschen kennst du und kenne ich, die erfolgreich sind und sicherlich nicht die Intelligenz haben, wie wir haben? Ich? Das bin ich. Kennst Nein, du? Das ist kein Witz. Weiß ich nicht. Ja, die Leute fragen mich immer, was ich für eine Strategie hatte. Im Nachhinein sieht das ja alles aus wie Strategie. Und ich sage immer, ich hatte keine Strategie, weil ich gar kein Stratege bin. Ich habe einfach nur irgendwie viele Türen aufgemacht, aber ich bin jetzt nicht schlauer als andere. Ich habe nicht mal studiert, verstehst du, was ich meine? Du hast gemacht. Ja, das ist der Unterschied. Du ja genauso, das ist das Ding. Und du bist auch noch schlauer. Das Thema ist, wenn wir tun, positives Denken, wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, wow, das Glas, das mache ich jetzt leer und hypnotisiere dieses Glas. Das wird dadurch nicht leer, das wird dadurch leer, dass ich das einen großen Schluck nimmst. Dass ich es mache. Absolut richtig. Und deswegen erst machen, dann denken und positive Aktivität schlägt immer positives Denken. Und deswegen haben wir so viele frustrierte Menschen, die zu den 99-Euro-Seminaren gehen. Aber deswegen sitzt du hier, weil darum geht es in diesem Podcast, weil ich den Leuten immer sage, wenn ich da draußen mitbekomme, wie das Logo auf der Visitenkarte 2 mm nach links und dann werden sie neu gedruckt, weil es muss 2 mm weiter nach rechts und die Website muss noch optimiert werden. Aber wenn das fertig ist, dann gehe ich an den Kunden ran. Ja. Weißt du, und das ist halt das Problem. Ein Freund von mir will einen Podcast starten. Und ich habe ihm gesagt, starte einen Podcast, er macht es jetzt auch. Ich hoffe, er macht es. Er hat doch gesagt, er will es jetzt mal probieren, einen Podcast zu starten. Da habe ich ihm heute drauf gesprochen, nein, du machst den Podcast. Du probierst es nicht, du versuchst es nicht, du machst ihn einfach. Und das ist ja das, worum es hier geht. Ich will Leute so ein bisschen schubsen und dafür lade ich mir Leute ein, die mitschubsen. Und deswegen, das spricht mir aus der Seele. Absolut, absolut, und das sind einfach die Dinge. Ja. Und das passiert mir, meinst du, ich mache überall nach Quatsch, 1000 Sachen, die ich nicht gemacht habe. Ja. Aber es sind Kleinigkeiten, die so unglaublich viel verändern. Ja, weißt du, was ich bei dir auch so bewundere? Das ist gut, mittlerweile bist du auch online echt eine Bank. Ne? Also wenn ich aktuell Facebook aufmache, ich werde voll gehauen von dir mit Informationen, immer entertaining. Und wir müssen gleich auf Funtime kommen, weil es einfach so ein spannender Case ist. Heute geht es richtig mal in Marketing und richtig mal in Vertrieb rein, richtig mal eine Case Study. Da fand ich diesen einen Post so geil, weil du hast einen Wein gemacht, der erste Wein mit Hashtag. Hashtag Funtime, ne? Finde ich gut, weil mein Podcast heißt Hashtag Happiness. Genau, aber der ja natürlich den dann belächeln kann, ne? Weil er hat einen Schraubverschluss und er hat einen Hashtag und er ist mit Neonfarbe. Ja. Und als es dann aber funktioniert hat, da hast du diesen geilen Post abgesetzt, wo drauf stand so, ihr habt mich belächelt, ihr habt mich ausgelacht, ihr habt euch lustig gemacht, ne? Und jetzt bin ich da. So, bam. Und das war so in your face. Von daher, du bist online eine Bank. Wir kommen auch gleich zu Funtime. Aber was ich so geil finde, ist, du ziehst die Leute immer sofort ins echte Leben rein. Mhm. Und ich glaube, dass das ein Erfolgsgeheimnis ist. Ja, wir müssen die Welt so sehen, wie sie ist und nicht, wie wir sie uns wünschen. Mhm. Wir haben nicht nur gute Sachen. Ich finde es einfach auch da draußen, wo ist denn das Problem bei diesem, zum Beispiel bei diesem Capital Bra, Dieter Bohlen. Ich muss sagen, der Junge ist fleißig, der hat Millionen von Klicks, der macht seine Arbeit, der ist mir sogar sympathisch, ich habe mir die Videos angeschaut. Ja. Was mir nicht sympathisch ist, dass mein 10-jähriger Sohn nicht durch mich, sondern durch seine Gymnasium-Kumpels auch alle Lieder kennt. Ja. Und das sind nicht die Texte und das sind nicht die Werte, die ich rüberbringe. Ja. Wenn alles, Punkt 1, wenn alles nur auf Finanzen aus ist, ich habe Höhen und Tiefen gehabt, ich habe Multimillionen verloren. Ja. Ich bin da durch und natürlich ist Cash Oxygen für uns super. Es ist unglaublich wichtig für uns, dass wir arbeiten, aber es kann doch nicht
nicht die einzige Motivation sein, warum ja. wir das machen. Du machst ja. es doch nicht wegen Geld. Nein, ich mache einen Podcast. Ich mache sicherlich nicht wegen Geld. Ja. Damit verdient man kein Geld. Genau. Das Schöne an dieser Sache ist, dass wir etwas tun, um Werte zu übermitteln. Genau. Es ist eben der falsche Wert, dass man sagt, hey, hast du dieses Auto, hast du diese Turnschuhe oder Sneakers, ja. hast du das, dann bist du was. Mhm. Das ist die falsche Botschaft. Ja. Und das Ganze noch leicht kriminell angehaut, das ist die, auch die falsche Botschaft, die man hier machen kann. Da sehe ich eben die Problematik. Und dann halt, hey, das geht über Nacht. Ja. Auch die Jungs arbeiten brutal hart. Nein, bis der auch den Flow hatte, bis der das so spitten konnte, im wahrsten Sinne des Wortes, der hat jahrelang trainiert, der Typ. Ne? Aber es ist immer die gleiche Geschichte, weil natürlich vermarktet sich Hip-Hop so, ne? Gar keine Frage. Also es ist immer schon das, wie Hip-Hop funktioniert hat und auch mit diesen Battles, die angestoßen werden, eben auch wie mit Bullen etc., mit vorher mit Bushido. Ich habe ja früher, als er noch schmutzig war, habe ich ja viel mit Sido gearbeitet. Mhm. Als er noch mit Maske und böse Wörter benutzt hat, die noch nicht im Radio gelaufen sind, noch keine Bilder im Kopf und so. Und das war so lustig, weil mein angeheirateter Neffe war damals größter Fan und die Oma hat ihm zu Weihnachten die Platte von Sido geschenkt damals. So. Und hat aber nicht gewusst, was da drauf ist. Ja. Hat dann diese Platte ihm geschenkt. Er hat sich gefreut wie Schnitzel, dass Oma ihm diese Platte schenkt. Und Sido hat sich auch gefreut. Der hat sich auch gefreut. Der war ganz glücklich. Ich kann es dir sagen. Ja. Der hat sich gefreut. Und dann hat sie das gehört in seinem Beisein und ist zu mir gekommen und hat mich gefragt, wie ich mit diesem Mann auch nur eine Fernsehsendung machen kann, die die Jugend so verdirbt. Ja. Aber sie hat ihm die Platte geschenkt. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist so, das ist, Hip-Hop war immer schon so, ich verstehe absolut, was du meinst, aber das Interessante ist ja auch, dass es sich ganz extrem an die Akademiker und an die Gymnasiasten richtet. Ja. Weil die natürlich, die anderen haben es auf der Straße. Weißt du, die erleben das ähnlich vielleicht, nicht so, ich sag nicht mal auf die Spitze getrieben, aber die Gymnasiasten, so wie ich damals auch einer war, katholisches Nonnengymnasium, das feiert man natürlich. Ne? Also dieses Regeln, Ausbrechen und Aushebeln etc. Was ich nur die Beruhigung finde, ist, ich komme daher. Ich war so born and raised bei Hip-Hop. Das ist so das, wo ich aufgewachsen bin. Ja. Ne? Aus mir ist auch noch was geworden, hoffe ich. Toi, toi, toi. Also von daher, also man bleibt darauf ja nicht hängen und man wird ja auch mit alt. Und wenn ich so sehe, deswegen interessiert mich Markenentwicklung so, wenn ich sehe, wie Sido früher war ne, und wie Sido heute ist, Familienvater etabliert, Nachwuchsförderung etc., pp., Geschäftsmann, das ist ganz interessant. Also ich finde es auch so als Zielgruppe, ich möchte mich als Fanboy bezeichnen. Ne? Also ich durfte mit ihm arbeiten, aber ich bin Fanboy geblieben. Aber die Entwicklung, die er damit gemacht hat, und ich bin damit gegangen, und es ist eigentlich so, wie ich meine Entwicklung weitergemacht habe, nur dass er 3,50 Euro mehr auf dem Konto hat. leider. Und ich freue mich natürlich für ihn. Gibt mir ein gutes Gefühl, dass das irgendwie, dass das irgendwo gut hinführt. Aber ich kann mir vorstellen, mein Sohn ist 6, der hört das jetzt noch nicht. Ich würde mich aber derzeit auch ärgern, ehrlich gesagt. Wenn er mit Capital Bra durch die Gegend rennen würde, auf den Ohren, würde ich mich auch, ich fände es auch nicht gut. Die Geschichte von Sido, wie sie jetzt ist, wie sie jetzt erzählt hat, bringt den jungen Menschen viel mehr. Ja, das ist eine, ja, ich weiß, eine Vorbildgeschichte. Als zu sehen, wie sie jetzt sind. Ja, ich weiß. Ja. Das ist ja, weil schon eine Entwicklung stattgefunden hat, die es bei Capital Bra noch nicht gibt. Die gibt es noch nicht. Und also der Junge hat Charisma, der hat Power, der hat ja auch Kinder, wie gesehen. Ja. Und du, der kann auch was. Und der schafft einen Ohrwurm und der soll seinen Erfolg haben. Ja, ja. Soll es nicht alles verprassen und seine Persönlichkeit sollte auch mit wachsen. Aber wäre ihm zu wünschen. Im Endeffekt, das ist ja schon Wahnsinn, diese Klickzahlen, das gibt es ja nicht. Aber er spreadet die gleiche Message, die mir auch gerade von Senkel geht im Internet, von du bist auch Schulabbrecher, du hast auch schlechte Noten, du hast auch keinen Bock mehr auf die Schule. Ich zeig dir, wie du in deinem ersten Monat 3000 Euro verdienst, indem du XYZ kaufst. Das ist das, was mich auch gibt. Das ist eine ähnliche Message. Deswegen funktioniert diese ranzige Online-Werbung gerade so extrem. Ja. Wo so, du bist ein Loser, aber aus dir kann auch trotzdem was werden. Ich wäre nämlich auch ein Loser. Das hat mit Saeed Shiripur angefangen, ne? Von dem man mittlerweile auch weiß, läuft nicht mehr ganz so rund, wie es mal lief. Ja, und das ist eben genau das Problem. Also, dass Leute halt einfach diese sehr einfachen Lösungen anbieten, weiß man ja früher auch noch nicht. Jetzt irgendwie so nach 2-3 Jahren irgendwie selber Unternehmertum hat man ja mal durchschaut, dass die schnellen Lösungen meist nicht ganz die nachhaltigsten sind. Und ich habe auch gemerkt, schnell hoch ist auch nicht so schwer. Nee. Aber oben bleiben. Also Plateau oder dann weiterer Wachstum. Ja. Allein Plateau ist schon hart, das mal zu halten. Ja. Ne? Also von daher, ich glaube auch, wenn jemand schnell Erfolg hat, schnell irgendwie in welcher Branche auch immer schnell mal hochschießt und selbst richtig, richtig Geld verdient,
wie du sagst, wenn du dich nicht mitentwickelst, ist das Geld so schnell weg, wie es da war. Ja. Ne? Und du wirst es nicht halten. Ja. Du gewöhnst dich aber zu schnell an deinen Lebensstandard, an den neuen. Absolut, wenn du auf dem Berg bist, was passiert dann? Geht es erstmal runter. Das ist ein Problem. Und das muss man wissen und da auch die Ausdauer haben. Mhm. Ausdauer wird wahnsinnig unterschätzt. Dass wenn wir dranbleiben, das ist eben dieser Faktor, dann passiert ja nichts. Ja. Das ist einfach gut. Ich glaube, ich habe auch mal was gepostet, ich glaube vorgestern, da habe ich geschrieben, ich bin zuversichtlich, weil ich dranbleibe, nie aufgebe und mich damit nicht weiterentwickle. Es kann ja nichts passieren, egal wo du bist. Das ist genau der Punkt. Aber ich glaube, das ist auch meine Key Message. Von daher freut es mich, dass du das ähnlich siehst. Beharrlichkeit schlägt alles. Also Beharrlichkeit, Talent, also auch Fleiß, Beharrlichkeit, also einfach immer weitermachen, schlägt alles. Ich habe dieses großartige Video von Gary Vaynerchuk, ich gebe zu, ich bin gerade Fanboy, wo er gesagt hat, ist mir wurscht, was du jetzt gerade machst. Ob du gerade mega erfolgreich bist oder ob du mega broke bist, aber wir sehen uns wieder in 2020, 2030, 2040 und auch 2050. Ja. So, let's see where it takes us. So, weißt du so? Absolut. Deswegen, also von daher, auch wenn du jetzt ganz oben bist, kann alles noch passieren, aber wenn du jetzt ganz unten bist und denkst, passiert nichts mehr, es kann auch noch alles passieren. Und das finde ich in beide Richtungen eine sehr gute Message. Absolut. Ausdauer schlägt alles. Es gehört einfach dazu. Ich habe meinen Vertrieb angefangen mit 7 Eigenschaften. Mhm. Die habe ich beim Seminar gehört. Mhm. Und habe mich nach diesen gehalten, mal mehr, mal weniger, aber das bringt Erfolg. Was sind die 7 Eigenschaften? Fleiß, Ausdauer, Glaube an dich, mhm. und Glaube an die Sache, mhm. die du tust. Begeisterung, ohne Begeisterung ist es nicht so. Nee. Dann positive Einstellung, also das, was man heute Mindset nennt, ist da wichtiger. Mhm. Und dann haben wir natürlich Zielsetzung und Planung. Und wenn du diese 7 Punkte, wenn du diese 7, also auch Vorbereitung, Plan vorbereitet, wenn du die beherzigst, kann eigentlich normalerweise nicht viel passieren. Mhm. Bloß heute sehen wir natürlich die Resultate. Die Resultate sind die beste Referenz. Ich arbeite gern und lerne gern von Menschen, die Resultate haben. Ja, nur. Ich habe Cardone und Vaynerchuk die letzten 8 Jahre verfolgt, jeden Tag. Ja, krass. Ich habe alles von denen genommen. Das sind noch neu. 6000 Videos von denen angeschaut. Wahnsinn. Weil ich einfach sagen wollte, ey, was erzählen die, was schwätzen die? Und was kommt dann wirklich raus? Mhm. Und denen ihr Net Worth hat sich gut vergrößert, weil sie aktiv sind. Und das ist ja auch das Geile, wenn du sagst, sei aktiv, arbeite hart, arbeite an dir, sei ein Hustler. In dem Moment, wenn du das anderen sagst, wirst du es immer mehr. Du bist nämlich gezwungen, deine Werte und dein Commitment, was du heute gibst, auch umzusetzen. Ich bin nämlich genauso, aber es gibt ja auch eine ganz große Bewegung, die sagt, erzähl niemandem deine Ziele. Niemand soll wissen, was du vorhast, damit du A, nicht sozusagen dich selber entblößt, und B, aber auch niemand sozusagen dir die Parade fahren kann. Und ich sehe das nämlich genau andersrum. Ich denke mir nämlich auch, ich glaube, vielleicht ist es auch eine Persönlichkeitssache, aber ich motiviere mich extrem dadurch, dass ich den Mund am Anfang sehr voll nehme, aber ich gewöhne mich auch daran, das dann einzulösen. Weil es mir sonst auch zu peinlich mir gegenüber wäre. Ja. Selbstvertrauen, Erfahrung. Du hast Unternehmen aufgebaut, hast Erfolg gehabt in den Dingen, die du tust. Mhm. Du bist vor Menschen gestanden, vor Hunderten von Menschen, was 99% der Menschen sagen, hey, bitte alles, nur das nicht. Ich weiß. Und genau diese Erfahrung, dieses Gefühl, wenn du mal was gemacht hast, was außergewöhnlich ist, wenn du mal einen Schritt weiter gegangen bist und dieses Gefühl, dass es mal geklappt hat. Und deswegen macht es. Das macht doch süchtig. Ja, gib's zu. Es ist ein Selbstbewusstseinsthema. Ja, genau. Ich weiß, was du meinst. Das bedeutet, ich erzähle es jedem, weil ich diese Schläge brauche. Jeder Schlag motiviert mich. Mhm. Jedes Business, was ich angefangen habe, hat meine Mutter gesagt, das wird nichts. Mhm. Aber das liebt mich. Danke an deine Mama. Ja, ich bin dankbar. Sie ist verantwortlich für deinen Erfolg. Egal, was ich gemacht habe, du kannst so viel Erfolg haben, du kannst Milliardär sein und 10.000 Mitarbeiter haben. Und dann sagen, hey, hör mal zu, morgen mache ich das und das, dann wird jeder sagen, du bist verrückt, das ist doch gar nicht deine Branche. Ja, genau. Damit muss man einfach zurechtkommen. Wenn du Erfolg haben willst, brauchst du Hater. Umso mehr Hater hast, umso mehr Erfolg hast du. Total. Die gehören einfach dazu. Und wenn du Eier hast, sage ich es jetzt mal, dann sagst du halt gerne mal, was du willst. Und dann motiviert es dich auch,
das durchzuziehen und deswegen... Ich mag auch die Provokation dadurch, ehrlich gesagt. Ich weiß, was du meinst. Was glaubst du, was da los war? Wir verkaufen seit... Ich verkaufe seit 1997 exklusivste Weine mit einem Durchschnitt von 25, 26 Euro pro Flasche. Das ist dann noch Maluni, gell? Also genau, Maluni, genau. Ja, fantastische Weine. Ich werde nicht dafür bezahlt, aber ich liebe sie. Das sind tolle Weine, das sind ganz besondere Weine. Als ich mit diesen clownmäßigen Funtime-Flaschen da ankam, habe ich gesagt, was willst du denn? Mhm. Und da hat mir ein Bekannter bei einer Veranstaltung gesagt, du Stefan, die sind so kitschig, die würde ich nie kaufen. Mhm. Und dann habe ich gesagt zu ihm, ich auch nicht. Du bist der geil. Ja. Gut. Und dann sagt er, und er hat mich blöd angeschaut, und ich habe gesagt, hey, hallo, das ist ein Produkt, das schmeckt den allermeisten Menschen gut. Das ist die allermeisten Menschen sind eben nicht so tief in diesem Thema drin. Ja. Die wollen einfach nur Spaß haben mit Wein. Ja. Und ich muss dir sagen, ich habe sehr viele gute Weine. Wenn ich eins habe, ist Wein. Ja, ich weiß. Ich trinke jeden Tag Fanta. Ja. Warum? Weil es Spaß macht. Ja. Weißt du, was das Ding ist? Ich habe mit meiner Frau drüber gesprochen. Meine Frau war ja richtig groß im Weinbusiness. Also die hat so Millionenanlagen in Bordeaux für Russen gemacht, die halt so wirklich viele Millionen in Wein investiert haben. Und sie war bei dieser Firma und hat diese Investitionen halt gemacht und diesen Wein verkauft. Und die hat das Konzept gesehen und hat gesagt, das ist brillant, weil du musst nur noch wissen, bin ich ein Rosé, ein Weißwein oder ein Rotweintyp. Absolut. Gell? Und das ist der Punkt. Mehr brauchst du nicht mehr. Nee, du musst nicht mehr wissen, bin ich eher irgendwie ein italienischer Typ, bin ich irgendwie irgendwas mag ich jetzt argentinisch, genau. Syrah brauche ich dann noch irgendwie, bin ich Schokolade, Rosine oder bin ich irgendwie Traube oder Nachgang im Sherryfass Nachgang, was auch immer. Weiß ja kein Mensch, selbst, also ich glaube, ich kenne mich ein bisschen besser in Wein aus, aber es ist lächerlich von dem. Also ich habe ein lächerliches Wissen über Wein, aber ich habe eine Ahnung, was mir schmeckt. Aber ich weiß eben auch, ich bin ein Rotweinfanatiker und ich habe den getrunken, der ist unglaublich. Von daher, das macht es so viel einfacher und das ist auch eigentlich so eine schlaue Idee, weil es eigentlich im Grunde genommen ein bisschen internetig ist. Deswegen hat es nämlich wahrscheinlich auch einen Hashtag. Natürlich. Ne? Aber wie kam das auch? Hm. Durch die Situation. Durch Situationen, die auf uns zukommen. Wir ziehen ja wie ein Magnet die Dinge an, die wir denken. Und Samstag habe ich schon gesagt, vorher ist für mich Family Day, meine Frau ist weg zum Einkaufen mit den Kids. Das hat 3 Stunden gedauert und ich sage zu ihr, sag mal. Was habt ihr gemacht? Ja, die Kinder machen mich verrückt, die suchen alle so eine Pizza. Mhm. Und ich so, was für eine Pizza? Ja, diese hier. Wir sind in alle Rewes gefahren, in alle Edekas, bis wir diese Pizza finden. Mhm. Und dann sehe ich, das ist eine Hashtag-Pizza. Und die heißt Gustavo Gusto. So. Was ist denn Hashtag Pizza? Hashtag Gusto oder was? Die heißt Gustavo Gusto und überall sind Hashtags drauf und ist so. Ist das geil? Ja, ja. Dann sage ich ja, wie kommt ihr da drauf, dass ihr die Pizza macht? Die kostet 4,99 Euro. Mhm. Das kostet auf dem Land, in der Pizzeria kostet so viele Pizza. Ja. Dann sagt er, ja, das ist von Corncrafter. Und ich so, wer zum Teufel ist Corncrafter? Und dann ist das ein YouTube-Blogger oder ein YouTube-Star. Der seine eigene Pizza hat. Der hat diese Pizza getestet und so weiter. Und jetzt diese Firma gibt es, glaube ich, seit 28 Monaten. Mhm. Wagner Pizza macht 900.000 Stück am Tag und die machen schon 180.000 Stück an einem Tag. Das ist ein Mega-Erfolg. Das Game verändert sich so schnell. Etwas über 2 Jahren. Mhm. Die sind so anziehend, haben eine tolle Marge. Mhm. Und haben jetzt die alte Sieberwerke gekauft, dass sie produzieren können. Die kriegen keine Leute. Du kannst auch gar nicht so schnell eine Fabrik bauen. Du musst kaufen, ja. Geht ja gar nicht. Das ist Wahnsinn. Und das ist das, was sich jetzt einfach ändert. Mhm. Das heißt, früher wurden Produkte gemacht und dann verkauft. Ja. Heute werden Produkte gemacht, die sich verkaufen. Genau. Ich weiß, das ist ein schlauer Spruch. Sollten so sein. Und sag mal, es ist natürlich schon Funtime, also muss ja schon einen sehr breiten Geschmack treffen. Ne? Jetzt, gut, du kennst dich aus, du kannst dich sozusagen selber, sag ich mal, komponieren, diese Weine. Ja. Aber woher wusstest du, wie ein Rotwein schmecken muss, der A, Funtime heißt, der B, jedem schmecken muss, der C, dann auch noch bezahlbar ist und trotzdem ein richtig geiles Produkt ist? Also. Und du musst ja auch noch ein bisschen Marge machen. Ja, das ist. Hoffe ich für dich. Absolut. Das ist wichtig, es bleibt auch was hängen. Das freut mich sehr. Also, ihr könnt euch noch Brötchen kaufen. Das gehört noch dazu. Also, folgendes. Wenn du Weine machst, da gibt es Menschen bei der Weinverkostung, die tun einen 5-Euro-Wein, sagen, der ist besser wie einer für 300. Mhm. Ja. Gibt es einfach. Ja, fair enough. Genau. Und was wir tun ist, wir machen Weine, die sehr fruchtig sind. Mhm. Das ist ein Blend wahrscheinlich, oder? Genau, das ist ein Blend, zum Beispiel beim Rotwein von Grenache. Ja.
und Syrah. Mhm. Syrah gibt ihm so ein bisschen Power hinten rein. Mhm. Und die alten Grenache-Reben, die geben ihm unglaublich viel Frucht. Mhm. Und der wird relativ früh gefüllt. Mhm. Also ist Fruit Forward, das, was du hast, ist einfach so ein fruchtiges Gefühl, was du kennst, was Spaß macht. Und das kennst du aber auch, das weißt du von deinen Erfahrungen, wirklich auch mit, ich sag mal, Otto Normalverbraucher, der Wein konsumiert, da hast du einfach häufig gemerkt, das sind so Komponenten, die gut ankommen. Genau. Der erfolgreichste Wein in Deutschland momentan ist Primitivo. Okay. Der hat aber Restsüße von 9 bis, also Restzucker im Gramm von 9 bis 15. Okay. So. Unser hat 1,8. Wir gehen voll auf die Frucht. Aha. Und die Frucht bekomme ich, wenn ich eine Höhenlage habe, die werden auf 800, 900 Meter angebaut auf der Höhe. Ja. Den ganzen Tag ist eine tolle Sonne da und abends kommt so ein kühler Sierzo-Wind rüber, der kühlt die Trauben ab und durch diese Mineralik, die da ist, bekommst du unglaublich viel Frucht, ohne dementsprechend extremen Fruchtzucker zu haben, spannend, der dann einfach nur süß ist. Und ich habe gesagt, okay, viele gehen auf süß, die Generationen sowieso, sogar bei uns. Mhm. Du bist aufgewachsen, ich bin aufgewachsen mit Ketchup, Coca-Cola und Hubba Bubba. Ja, klar. Mein Vater nicht. Mhm. Wenn ich meinem Vater Ketchup ins Essen mache, dann isst er das Essen nicht. Der ist nämlich mit Sauerkraut, Buttermilch. Stimmt, das ist ein Unterschied. Natursauerteig aufgewachsen, ja. Brot. Das heißt, der hat ganz andere Geschmacks. Und was machen die meisten? Die hauen Zucker rein, Zucker rein, Zucker rein, Zucker rein. Mhm. Unser Rotwein hat 500 Kalorien, normaler Rotwein hat 900 Kalorien, weil wir voll auf die Frucht gehen. Und Frucht lieben die Leute auch. Und wie viele habt ihr vorher abgeschmeckt? Oder habt ihr irgendwie so Testtrinker gehabt? Oder wie viele Variationen gab es, bis es der geworden ist? Oder warst du dir schon sicher? Du hast gar nicht so rumgemacht. Wir haben über 1 Million Kundenaufträge ausgeführt im Direktvertrieb. Krass. Und da siehst du die Reaktionen. Mhm. Wir haben vorher Tests gemacht, Verkostungen, auch so bei Business Meetings, so ja, Verkostungen, einfach gesagt, hey, wie sind da die Reaktionen? Und dann haben wir mit unseren Partnern diese Weine kreiert und abgefüllt, weil wir gewusst haben, okay, das ist der Geschmack, der den Menschen schmeckt. Und es ist halt auch so, den meisten. Mhm. Es ist halt auch so, dass wir gar nicht so auf die Produktstärken gehen. Hm. Ja, Name ist Programm Funtime. Funtime, Punkt. Und das funktioniert. Ich weiß, und das ist so geil, wenn ich dann Anrufe kriege von Edeka und so weiter, hey, das Ding geht gut ab, wir brauchen noch was, das gibt nichts Schöneres. Nicht aus finanziellen, sondern hey, wow, wir haben tatsächlich vom Kunden aus gedacht. Hm. Weil für ihn ist es gedacht, nicht für uns. So gut. Und es hat funktioniert, obwohl wir die Fresse so weit aufgemacht haben. Ja, da müssen wir gleich drauf kommen, weil ich meine, du kennst ja auch meine Keynote, ne, die Business-Magie. Und das ist ja, ne, Punkt 1, Facts tell, Story sell, also erzähl den Leuten bloß nicht, was drin ist. Ja. Ne, also es interessiert halt einfach keinen. Ne, mach's auf, trink's und wenn es lecker ist, kauft es wahrscheinlich nach. Und das ist ja genau das, was ihr da umgesetzt habt, also rigoros. Und dann, okay, jetzt Produktdesign haben, ist klar, sehr geil, profitiert natürlich von deiner Erfahrung und Expertise, so ja, wie immer. Deswegen, also schnell und über Nacht geht halt gar nichts. Also jetzt habt ihr es hinbekommen, aber nur, weil du gefühlt 20 Jahre vorgearbeitet hast. Richtig. Hilft halt. Richtig, ne? Auch so ein Punkt, was ich irgendwie so, was auch niemand hören will, der jetzt 21 ist und Fulltime-Entrepreneur ist. Ja, ja. Der nicht hören möchte, dass es halt doch ein bisschen länger dauert. Ja, oder einfach auch sehr viel Aufwand bedeutet. Punkt. Ganz kurz zu dem Thema. Es gibt Menschen, die haben wirklich mit Bitcoins, wirklich junge Menschen, sehr viel schnell Geld gemacht. Freue mich für jeden. Es hat wirklich funktioniert. Ich weiß, es gibt auch solche Geschäftsmodelle, ich weiß das. Es gibt auch Modelle, wo du wirklich schnell was machen kannst. Ja. Ich sage alles schön und gut, aber das könnte die größte Strafe sein in deinem Leben, weil das gibt es halt nur einmal. Genau. Und es dauert nicht lange. Und viele feiern viel zu früh und viel zu lange. Mhm. Und während sie feiern, können sie nicht was Neues anstoßen. Und so eine gesunde Paranoia, die ist immer gesund. Mhm. Die ist immer gesund, weil die treibt uns wahnsinnig an, ja, die macht uns innovativ. Es gibt auch einen Grund, dass es die gibt. Ja. Also Evolution hat sich was dabei gedacht, würde ich behaupten, absolut, dass es das gibt. Weil es ist ein Sicherheitsnetz, ne? Ja. Das ist ganz wichtig. Okay, cool. Also ihr habt das Produkt kreiert, dann war es da, so und jetzt Vermarktung. Hashtag Funtime ist natürlich schon mal ein Killer. So. War der besetzt auf Instagram oder war die damit noch relativ, was passiert, ich habe es jetzt noch nicht gemacht, aber was passiert, wenn ich Hashtag Funtime bei Instagram eingebe?
Da kommt wahrscheinlich einiges. Wir haben es auf Funtime Wein. Wir haben auf Instagram ungefähr 6,5 Millionen mit Funtime. Ja. Da sind wir noch nicht dominiert, aber Funtime Wine, ja, die sind schon zu 99% alles Hashtags, die mit unserem Wein zu tun haben. Perfekt. Und ja, wir haben das dann alles patentieren lassen. Das machen wir glücklich, dass wir das in diesem Kontext machen können. Gut. Und Hashtag kannst du bei Facebook jetzt nicht oben hin machen, sondern deswegen haben wir Funtime, Funtime Wine da. Und, was ist euer Hauptkommunikationskanal aktuell? Wir kommunizieren sehr stark aus den persönlichen Kanälen raus. Ja. Von den Vertrieblern, von den Funtimern. Ja. Und also sehr stark aus dieser Richtung und machen zwei Postings bei Funtime, die einfach funny sind, die Leute ein bisschen auf andere Gedanken bringen etc. Mhm. Und da auch in der Galerie immer wieder Neuigkeiten posten, wo wir wieder sind. Bloß alles wächst im Leben von innen nach außen. Mhm. Alles. Mhm. Und so sage ich auch, hey, wir müssen von innen vorgehen. Wir müssen von innen, das bedeutet, wenn wir im Markt sind und Verkostung machen, ja, und der ist Kunde und hat diese, und der Marktleiter hat dieses Ding gekauft, dann machen wir auch, und wir gehen dann auch hin, wenn nichts los ist, und füllen mit denen die Regale auf. Mhm. Das sind geil, alles unsere besten Freunde. Mhm. Die haben uns vertraut, die werden wir nie, also jeder Vertriebler, wir lieben unsere Kunden. Ja. Das dürfen wir nicht so sagen, sondern wir müssen es zeigen. Machen. Wir müssen es machen. Ja. Ja. Auch, dass ihr mit über die Privataccounts von den Vertrieblern arbeitet, ist natürlich ganz geil, weil es natürlich eine Empfehlung von einem Freund ist, ne? Absolut. Identifikation, wir Trust. Gehen daraus, wir gucken gar nicht so drauf auf die Likes, sondern wir ja. Und auch nicht so auf die Reichweite, sondern auf die Verbreitung der Markeninhalte permanent fand zu haben. Mm. Ich habe letztens einen Freund gefragt, ja, morgens um 9 Alkohol zu posten, ja, da ist die Zielgruppe doch gering und so. Da habe ich gesagt, nee, wir der hat doch nicht verstanden, was du verkaufst. Ja, wir verkaufen kein Wein. Alkohol, wir verkaufen Fun. Gut. Und zwar den Gedanken, hey, heute Abend, zack, und wenn ich das dann irgendwo sehe, dann kaufe ich. War das eigentlich eine Parallelentwicklung, dass Gary jetzt auch Wein macht? Habt ihr euch da abgesprochen? Nee, Gary macht schon Ewigkeiten Wein. Ich weiß, aber jetzt, dass er jetzt gerade mit Empathy Wein so rausgeht. Das ist so komisch, er hat einen Weinclub gemacht, nachdem ich einen gemacht habe. Der Typ guckt doch auf dich. Ja. Gary, hör auf zu kopieren, mach deinen eigenen Scheiß. Ich hab's im Vertrieb gesagt, schau mal, der kopiert mich wirklich. Da haben wir richtig geschmunzelt. Ja. Aber wir haben vor Empathy angefangen. Gut. Und das war für mich klar, dass er irgendwann mal seine Reichweite nutzen muss. Seine frühere Kernkompetenz. Genau. Um Produkte zu verkaufen. Ja. Aber ich finde es auch eine ähnliche Vertriebsstrategie. Also, ihr habt jetzt zwar keinen Club dahinter in dem Sinne, aber es ist sehr emotional. Es ist mit einem so einem Schlagwort belegt. Genau. Aber zeigt ja nur, wie schlau das ist oder wie zeitgemäß das ist. Bei beiden ist ja vollkommen wurscht. Also ein anderes Konzept ein bisschen, aber de facto total zeitgemäß, total schlau nachgedacht. Auf beiden Seiten. Es ist so, die Aufmerksamkeitsspanne ist nicht mehr da. Ja. Die ist nicht mehr so stark wie früher. Ja. Also das heißt, wir haben die Situation heute, die Menschen wollen schnell entscheiden, passt das oder passt das nicht. Mhm, genau. Sie wollen es wiedererkennen. Bei Empathy heißt es, wie viele Menschen gibt es? Und ich sage, es sind 90%. Mhm. Diese Befragung hat dazu geführt, auch Funtime zu machen. Wie viele Menschen gibt es, die sind da vor dem Regal und wissen nicht, was sie mitbringen sollen? Genau. Und wenn sie Funtime einmal gesehen haben, wenn sie diese Farben sehen, dann sehen sie es schnell wieder, weil sie auffallen, weil sie anders sind. Mhm. Da steht Funtime drauf. Und wenn du einmal damit Spaß gehabt hast, das haben wir sehr oft, hören wir das aus den Märkten, du hast eine Party, ein paar Flaschen und auf einmal sind die Regale leer geräumt, weil es in der Party sich rumgesprochen hat und so wird es immer größer, immer intensiver. Und genau so ist es in der Sache, ganz schnell die Menschen die Möglichkeit zu haben, gut zu entscheiden. Und was Allerwichtigste ist, hey, die Qualität muss gut sein, die da drin ist. Ja, aber du löst, das ist... Das glaube ich total, aber das kommt eben auch von deiner Expertise. Aber du löst den Leuten ein Grundproblem bei Wein, dass kein Schwein da draußen Ahnung hat davon. Punkt. Es ist eine sehr elitäre Geschichte. Ja. Oder vielleicht wird sie als solche wahrgenommen. Ja. Ganz, ganz wenige haben wirklich Ahnung. Es gibt ein paar Leute, die haben sich durchprobiert. Also ich habe viel probiert und weiß jetzt, was mir schmeckt, aber ich habe keine Ahnung davon. Wenn du mir gerade Restzucker etc. und Lage und Wind kühlt ab, ich habe doch davon keine Ahnung. Ja. Aber ich weiß jetzt grob, in welche Richtung ich gehe, wenn ich nach einem Wein suche. Ja. Aber per se... haben alle so ein bisschen Berührungsängste damit. Jeder trinkt es gern, aber man hat so mit dem,
mit der Auswahl jedes Mal von vorne steht man da und denkt sich, boah, Mist, wenn ich jetzt wüsste, was gut ist. Es gibt 1 Million Sorten. Ja, gar nicht. Wie viele Cola-Sorten kriegst du hin? 5, 6, 7? Mhm. Genau, wenn es hochkommt, ja. Das ist verrückt. Einfach. Selbst bei Gin gibt es irgendwie gefühlt 5 Flaschen, ne? Und dann weißt du so grob, welche die ist, die dir schmeckt. Also entweder genau. Du bist halt eine blaue Flasche oder eher eine mit einem Bauch drauf, keine Ahnung. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Aber das löst den Leuten echt ein Problem. Ja. Nämlich die Auswahl. Cool, und was sind jetzt so die Ziele? Also die Happy List für Pfandheim. Was habt ihr vor, noch für 2019? Also 2019 sind es die Vermarktung von 1 Million Flaschen. Wir sind da auf dem richtigen Weg. Wir sind irgendwo bei 70.000, 80.000. Mhm. Dann wollen wir 1.000 Händler haben. Mhm. Momentan sind wir bei 110, 115, die unsere Produkte verkaufen. Ja, also, ihr erobert die wirklich Markt für Markt, gell? Ja, Markt für Markt, geben da Gas. Es kommen Mitarbeiter, müssen wir kaum suchen, die kommen auf uns zu. Sie finden das cool. Mhm. Das heißt, das ist eine schöne Geschichte und uns, da gibt es so einfach so eine Gemeinschaft, hey, wir ziehen das hoch und was uns am meisten motiviert, sind die Kunden oder die Wiederverkäufer, die einfach sagen, hey, das ist geil, das finde ich cool. Mhm. Und diese Identifikation, die dann auch kommt und diese positiven Feedbacks, das macht auch Spaß, wenn du was verkaufst und es dann weiterbringen kannst und tolle Feedbacks bekommst, dann das ist das schon beflügelt. Das ist dein eigenes Produkt, du hast es gebaut, das ist dein Baby und es ist auch noch richtig gut. Ich meine, das ist natürlich für jemanden, der Verkauf macht und Verkauf gerne hat. Klar kann der rein theoretisch viel verkaufen und wahrscheinlich auch wird funktionieren. Ja. Aber wenn du was verkaufen kannst, was richtig gut ist und was Bock macht und noch dein eigenes ist, das ist ja mehr Luxus, geht ja kaum. Ja, oder? Aber ich sage das auch jedem Pfandheimer, der da draußen unterwegs ist, das ist dein Produkt. Das ist nicht meins oder das ist euer Produkt. Mhm. Das ist, weil diese Identifikation, und so sehen die das auch. Mhm. Die sagen das und so. Ich sag, geh raus. Aber ich merke es auch mal in den Facebook-Posts. Ich kenne jetzt ein paar Leute aus deinem Umfeld und ich bin ja mit denen auch bei Facebook connected. Und ich sehe ja nicht nur deine, sondern ich sehe auch die von deinen Jungs. Nichts davon ist fake. Und ich glaube, Leute haben eine totale Antenne entwickelt für Fake oder für Dinge, die aufgesetzt sind oder die Pseudo-Influencer sind. Ja. Die Jungs haben echt Bock drauf. Also wirklich, du fühlst es. Die haben Bock. Da werden Haare rasiert mit Pfandheim. Oh, ich habe die nicht dazu. Kriegen kein Geld für die, kein Bonus. Ja, klar. Unser Geschäftsführer in dem Bereich, unser Alex, hat es tätowiert hier, Pfandheim. Ich weiß. Ich meine, das ist für ein Leben lang. Das ist gar geil. Das Tattoo sieht gut aus. Mhm. Ich habe gesagt, dass ich es sehen habe. Hey, hallo, sag mal. Geht's nicht? Ja. Und er sagt, hey, ich stehe da dahinter, aber das ist doch wirklich real. Mhm. Ich stehe hinter was, ich habe Lust und du weißt ganz genau, die Studie, die jetzt rauskam, diese Umfrage, 50% haben keinen Bock zur Arbeit zu gehen und gehst Montagmorgen zur U-Bahn, du denkst, da geht jeder zum Begräbnis, das ist die U-Bahn zum Begräbnis, zu einem Begräbnis, das darf doch nicht wahr sein. Und wir sagen, hey, wir haben Pfandheim in uns, bei uns gibt es auch Konflikte, aber wir kommen besser damit klar. Mhm. Weil wir einfach das da drin haben und das auch nach außen geben. Naja, ihr spielt halt noch auf Sieg, ne? Und ich glaube, das ist, was ganz viele Leute da draußen nicht tun. Ganz viele Leute spielen auf bloß keinen Treffer kassieren. Und ich glaube, was Menschen unterscheidet, ist, ob du wirklich da draußen noch, oder es kann sich auch ändern über eine Lebensspanne, aber wenn du jetzt gerade in der Situation bist oder in einer Lebensphase, wo du eigentlich nur darauf spielst, möglichst wenig zu kassieren, machst, dann hast du weniger Pfandheim. Also ernsthaft, als wenn du rausgehst und wirklich das Ding holen willst. Du willst den Titel holen, fertig, Punkt. Absolut, absolut. Wir können nur gewinnen. Mhm. Und es bringt immer etwas. Mhm. Saugeil. Okay, was hat Stefan Czuliak privat noch auf seiner Happy List? Ja, privat ist so, ich habe letztes Jahr 25, 30 Kilo, habe ein bisschen geschwankt, abgenommen. Mhm. Und heute nehme ich die Hanteln in die Hand. Ich trainiere alle 2 Tage. Ja. Die Ziele, die ich mir mache, mache ich mir nicht mehr langfristig, sondern ich habe einfach gelernt, dass es viel motivierter ist, zu sagen, okay, März das. Cool. April das, Step by Step. Ja, meine Rede. Auch bei den Menschen, es geht nicht auf langfristige Ziele. Viele sagen auch, Vision, das ist für Visionäre, aber nicht jeder Mitarbeiter ist ein Visionär. Genau, was vollkommen in Ordnung ist. Und das ist absolut gut. Und dann gibt es ja dieses Stockdale-Paradox, also zwischen Vision und Realität, muss man denken. Das heißt, hey, du kannst schon ein Riesenbild haben, aber du musst täglich deine Arbeit dazu machen. Aber Salami-Taktik-Ziele zu machen, sind wahnsinnig wertvoll. Und ich lebe in diese Geschichte hinein und verbessere in jeglichem Ablauf.
natürlich auch mit diesem Als-Ob-Prinzip mein Leben, also gesundheitlich und von der Kommunikation. Mein Ziel ist, dass ich es schaffe, bis am Ende vom Jahr mit jedem Menschen, da bin ich schon dran, mit jedem Menschen, den ich sehe und kennenlerne, Rapport, eine Beziehung aufzubauen, eine positive Beziehung aufzubauen, ja, hinzuhören und schauen, ihn zu unterstützen und zu helfen. Und das ist, das schaffe ich schon teilweise sehr gut. Mhm. Und die Feedbacks sind Wahnsinn, was man dadurch machen kann. Ja. Aber ich will es noch mehr. Ich will diese Dinge tun, die draußen im Markt leider immer weniger getan wird, sich für andere Menschen ehrlich zu interessieren. Ja. Es gibt nichts Schöneres. Mhm. Was gibt Schöneres, wenn du irgendwo reinläufst und die Leute freuen sich, dich zu sehen? Ja, mei, dann hast du das Lebensziel abgehakt. Das ist wirklich alles toll. Richtig gemacht. Wahnsinn, okay, das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke mich sehr für deine Zeit, dass du hier warst. Ich bedanke mich bei dir, dass ich die Möglichkeit habe. Sehr gerne. Ich drücke euch alle Daumen. Ich kann es wirklich von Herzen empfehlen. Ich finde es, also die Million macht ihr. Also die Million Flaschen, das finde ich saugeil. Das ist auch ein geiles Ziel. Von daher viel Erfolg dabei. Ich danke euch da draußen fürs Zugucken und Zuhören. Wenn ihr das hier angeschaut habt, dann seht ihr auch alles. Ansonsten alles zugucken. Ihr findet den Stefan Czuljak. Ich verlinke ihn euch hier in den Shownotes. Ihr findet ihn auf auf Instagram. Ihr findet ihn unter Maluni Weine, unter Funtime Weine, unter Stefan Czuljak. Ich verlinke ihn aber auch in den Shownotes hier unten drunter. Ihr findet mich auf www.ubevangrafenstein.de. Ich wünsche euch viel Erfolg. Nehmt was mit von dem, was Stefan gesagt hat. Sehr erfahrener Unternehmer. Und ich glaube, davon kann man nur lernen, das Umsetzen. Aber es geht eben ums Umsetzen. Also hau rein da draußen, mach's und viel Erfolg von uns. Wir sind raus. Habt Funtime. Ciao.